Hey Leute, willkommen zurück zu Aliens Colonial Marines. Ja, dem besten Spiel des Jahres, definitiv. Genau, mit dem Freaky. Guten macht Tag. Macht das wahrscheinlich zu einem guten Spiel erst, denke ich. Weil alleine, oh. Also ja, eben war schon ganz schön stressig, ne? Die epische Geschichte von schlechten Texturen und Waffen, die verziehen. Perfekt ausbalancierter KI und auffloppenden Gegnern und. Ach, es ist herrlich. Macht Spaß. Oh, warte mal, hier gibt's Ja. Rüstung. Wo? Ich stelle mir Da jetzt echt vorne. gerade die ganze Zeit bildlich vor, wie ich fünf Helme und fünf Wespen Oh, übereinander habe. haben wir die Ah! Pistole gefunden? Die lag ja einfach auf dem Tisch rum. Na super. Ja, Mensch, hat sich ja, das ist ja. Rank up schon wieder. Legendary Krass. Weapon. I'll get it open. Ich Was mach ist mal jetzt so auf. legendary an der? Weiß ich nicht, wir können die ja auch. Weiß nicht. So. Die ist aber verdammt schnell, du. Also man kann schnell Ja? schießen und nachladen damit. Oh, die ist gut, die benutze ich jetzt. Warte mal, liegt hier noch was? Ich habe das Licht an und sehe halt nichts. Hä? Was ist mit meiner Taschenlampe los? Ich kann die Muss Taschenlampe nicht nicht mehr mal? anmachen. Ich auch nicht. Oder? Die flackert nur kurz, oder ist deswegen? Nee, das geht auch bei anderen Waffen nicht. Was ein Cheat ist denn jetzt schon wieder los? Keine Ahnung, vielleicht geht das hier nicht. Kein Plan. Huch! Alter Schwede! Das ist ein großes Monster. Jetzt wird alles schwarz-weiß bei mir. Oh, Ach, das war's! Super. Die hätten wir auch im letzten Part noch zu Ende spielen können, eigentlich, Ja, ne? eigentlich schon, ne? Aber was soll's. Oh, New Unlock habe ich. Nur was ich unlocked habe, weiß ich nicht. Ja, wie genau ging die Mission jetzt zu Ende, mit, dass wir von einem Alien angegriffen wurden? Ja, irgendwie schon ganz komisch. Nun gut. Ich finde Alles ehrlich klar. gesagt auch so die, wie soll ich sagen, die inflationäre Beförderung in solchen Games finde ich mal ein bisschen lächerlich. Guck mal, du kommst irgendwie von Rekrut, wirst du am Ende zu Master Commander Admiral of the World und so weiter. Das ist total lächerlich. Okay, so, ich gehe mal ganz kurz in die Upgrades gucken. Ich habe die Vier Battle Punkte habe Rifle. ich. Das ist ja geil. Proximity Mine Launcher. Ja, will ich aber nicht. Für was kann ich die ganzen Waffen jetzt anlocken, wenn ich sie nicht benutzen kann? Das ist Ja, so. das frage ich mich auch. Vielleicht kommt das jetzt langsam mal. Wir schreiten ja langsam ein bisschen voran in das Spiel. Ich würde mich echt freuen, wenn es so wäre, aber. Ich guck mal für die Submachine Gun was, ja. Tactical Shotgun. Oh, schneller nachladen ist auch cool. So, was für die Pistole noch? Was haben wir denn hier? Mehr Accuracy. Accuracy. Ich soll das mit dem Englisch überlassen. Accuracy? Give Accuracy. Gut, ich glaube, ich bin soweit fertig mit dem Ausrüsten. Ja, ich meine, ich finde es halt ein bisschen schwach, dass man die nicht wechseln kann. Oh, der Rabe spielen wir jetzt. The Raven. Sieht aus wie das Vorschaubild von der Mission. Sieht so ein bisschen aus wie so ein großes. Wie so eine Höhle oder so sah das ein bisschen aus auf dem Bild. Ah. Och nee, lass mich raten. Die haben uns Alleine? eingesponnen. Ja, wahrscheinlich, ne? Da sitzt ja einer. Der ist blind, glaube ich, ne? Kann das? Wie das, ja, wie das aussieht. Oh ja, ich glaube, es ist diese eine Schleichmission, die wirklich gut sein soll jetzt hier. Ja, ich habe ja die alte F4-Review ein bisschen geguckt. Die habe ich nicht gesehen. Ja, ich gucke mir die gerne an, der ist lustig. Und er sagt mir, da kommt wirklich stellenweise Grusel auf bei der Stelle, weil. Okay. Ja, wir haben auch keine Waffen. Okay, also pass auf, das ist nämlich so, dass hier irgendwie so ein Monster ist, also so ein Alien, was auf Geräusche hört und nicht sieht. Also was, ja, Okay. okay. Also schön leise sein. Man muss hier auf jeden Fall ein bisschen rumschleichen. Vielleicht aber das Licht aus, obwohl, nee, wenn er uns nicht sieht. Ja. Oh, hier ist eine Bodenklappe. Aber warte mal, ich will erst mal dahinter. Da müssen wir sogar runter, ne? Der leuchtet blau. Okay. Also das soll wohl eine der besten Missionen jetzt hier im Spiel sein. Na, ich bin mal gespannt. Also, ich muss halt sagen, die denkwürdigste Mission jetzt in Alien vs. Predator 2 war ja auch ganz am Anfang Marine, als du wirklich nur eine Pistole hast. Und überall zischt und dampft es auch. Ja, ich mache hier gerade mal das Ding Oh. auf. Aber Von da hinten kommt was, Freaky. wirklich? Da kommt was? Hörst du es? Ist das Vieh? Halt ihn auf, ich gehe schon mal vor. Okay, ich bin jetzt auch hier unten. Oh, hier ist ein Loch. Kam da, wahrscheinlich kam dieser eine Alien da halt. Ich habe mir noch nie so Gedanken drüber gemacht, wie die Alien-Kacke aussieht, aber ich glaube, ich habe jetzt ein ganz cooles Bild davon.
gibt's hier was? Zeig mal. Ja, hier, dieser Haufen Müll da, das sieht irgendwie ein bisschen eklig aus. Naja, aber als ob die irgendwelche irgendwelche Stahldinger da. Oh, nee, das muss doch wehtun. Ja, weiß man nicht, ne? Die sind ja komplett aus Chitin mit so Säure. Vielleicht so. Oh, okay, scheiße, da ist er. Ah, ich hab keine Waffen. Was? Hat er keine Rifle gedroppt? Nee. Ja, er sagt, warum hast du die auch fallen lassen, du Idiot? Ja. Zu sich selbst wahrscheinlich. Boah, das sieht so schlecht aus. Guck dir mal die Dinger auf dem Boden an. Das sieht aus wie... Boah, ich will es gar nicht sagen. Fast schon wie Doom 2 so ein bisschen. Ja. Die Texturen. Oh Gott. Das hier fand ich übrigens... Das meine ich hier, diese Stelle, wo du so Rohre hattest. Und du, ja. Die Rohre haben ausgesehen wie so ein Alien-Kopf teilweise. Boah, das ist nur so eine ganz schwache, flackernde Lampe in Teil 2. Oh, ich muss das nochmal spielen irgendwann. Auch wenn die Grafik halt dementsprechend heutzutage aussieht, ne? Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Na gut. Ja. Boah, diese Schatten. Das ist aber schon ganz schön flink, ne? Dafür, dass es blind ist. Ja. Oh, Hudson's Pulse Rifle können wir hier finden. Da habe ich mich, bin ich gerade wirklich ein bisschen zusammengezuckt. Hudson ist übrigens dieser Spaßvogel gewesen aus Teil 2. Glaube ich. So. Und nu. Ah, hier geht's wieder hoch. Ah, ich freue mich schon auf deine Facecam-Videos, Freaky. Ja. Mach sexy Face. Oh oh, ich höre. Oh, ich werde schon wieder teleportiert. Oh Gott. Nein, wo bin ich? Hinter uns, da. Geh lieber weg, der bricht die. Runter, runter. Nee, nein! Ja. Alter. Lebst du noch? Ich bin tot. Wenn du sehen könntest, was dein Kopf gerade macht. Oh, nein! Oh, Bruder, wenn du sehen könntest, was dein Kopf gerade macht. Nee, du warst eben so aus der Treppe raus, hat dein Kopf geguckt und hat so einen ganz langen Hals. Der ist so ganz komisch rumgeflattert, so aller Silent Hill. Extrem lustig. Och, nö. Nee. Okay, wo müssen wir denn hin? Ich weiß es nicht. Wo sind wir überhaupt? Ach, wir sind wieder hier. Ja, vor allem, ich habe eben gar nicht gesehen, wo ich war durch dieses dumme Rumtelefon. Wir müssen komplett alles hier machen. Ja, wir müssen mal, ich weiß nicht, wie genau das ist. Wir müssen auf jeden Fall rennen. Und ich renne jetzt auch einfach mal. Achso, da kommt er wieder. Denk sie. Okay. Schnell. So, hier vorne, weil die geht jetzt so, wir müssen irgendwie wegrennen. Ich weiß nur nicht, wo lang. Ja, das ist das Problem, ne? Weil du siehst ja nicht. Da war hinten so ein Schacht, aber ich weiß nicht. Oh, da kommt's wieder. Da, wo hast du was gesehen? Wo hast du was gesehen? Hier ist ein Schacht. Guck. Ja, rein da. Crouch und rein da. Ach, das geht sogar. Geht. Okay, geh durch. Oh. Kommt. Freaky, halt den auf, wenn er kommt. Ja, halt ihn auf! Wirf dich ihm entgegen, dass ich entkommen kann. Oh, lecker. Okay, die Stelle war wirklich cool. Muss man einfach mal so sagen jetzt. Das war, Das ist ja nicht vorbei. Oh, guck mal, wie die Typen... Mal, da ist wieder so ein Loch im drinne da vorne wieder. Oh, guck mal, wie, da ist hinten dran noch der Matsch. That's a Marine. Must have been from the Sulaco. Aha. Ich find's leider auch ein bisschen schade, dass die nicht aufeinander eingehen, dass er immer nur mit sich selber redet, der Winter. Ja. Das macht halt so den Koop-Gedanken ein bisschen für den Arsch, leider. Find a way out of the sewers. Ah, komm mal wieder durch die Kackblöre hier. Okay, die wie hier mal eine Pumpe, glaube ich. Oh, lecker. Pumpt ihr das ein bisschen ab jetzt hier? Ja, wir müssen da rechts die nächste Pumpe, glaube ich, aktivieren oder ich weiß nicht. Ja, dafür sind wir ausgebildet worden. Hebel ziehen und Schalter umlegen, ne? Wie bei den Sendern vorhin. Warte mal, ich guck mal, ob hier irgendwo noch was rumliegt eventuell. Ich guck mal mit. Ey, das ist das Erste, das ist wirklich jetzt ein Moment, wo man sich ein bisschen gruseln könnte, also... Ich glaube, alleine würde ich mich hier schon... Ja. Husks in the sewer. What kind of bugs are these? Damn it. He ran into those. There are some still alive down there. So move slowly, Winter. Near as I can tell, they're attracted to sound. Ja. And if one gets close, stand perfectly still until it goes away. Ach du Scheiße, okay. So, also einfach Trump. Ist das hier vorne ein lebendiger? Nee, ist ein Guck mal, Tote. Die sind echt... Aber der ist tot, keine Sorge. Wie kann man so eingefroren sein und tot sein? Also das ist jetzt richtig eklig hier unten. Der lebt noch rechts. Der hier? Ich glaube ja. Nee, oder?
Der ist tot. Was sollen das sein? Sind die gestorben oder sind die einfach nur rausgebrochen aus ihrer alten Schale? Keine Ahnung. Das ist sehr komisch. Wahrscheinlich kommt jetzt hier durch den Lüftungsschacht da oben oder so, ich weiß nicht. Okay, ich höre ihn. Von links, glaube ich, habe ich was gehört. Ich weiß nicht, aber wir müssen rechts weiter. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh. Okay. Wie halt aussehen. Da ist er. Wo? Der lebt noch vor uns, direkt vor uns. Okay. Lass mal ganz langsam links rum, würde ich sagen. Hinter diesem Pfosten lang. Ja, da rum starkst. Ja, vor allem starkst. Ich nur höre. Doch, doch, es geht. Warte mal. Wo ist denn der? Ich sehe den gar nicht. Da ist er. Er läuft genau auf mich zu. Freaky. Nein. Ich gehe außen rum gerade. Ich sehe ihn. Zockt er sich hin. Was macht denn der? Komm zurück, geh da lang, wo ich lang gehe. Vielleicht ist das ein bisschen besser. Der hat sich gerade einfach hingesetzt, das Vieh. Ah, nee, warte mal, das geht nicht. Ich müsste mich hier runterplatschen lassen, ne? Oder? Nee, geh jetzt runter. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Alter Schwede. Okay, da geht. Oh fuck. Kann man dem hinterherlaufen? Ja, wenn wir uns. Warte mal. Stopp! What the fuck? Aber umdrehen kann man sich scheinbar noch, ohne dass er was merkt. Also mit die Maus kannst du bewegen. Okay, komm, wir gehen langsam mal hinterher. Nicht zischen. Löst er sich auf? Nee. Nein. Stehen bleiben. Der steht direkt neben uns. Okay, er geht wieder. What the fuck? Das ist so eklig, das Vieh. So ein Kacketeil einfach mal. Voll die Kotstulle, hau ab. Der läuft jetzt nicht die ganze Zeit hier rum, oder? Komm, hau mal ab, geh mal dahinter. Dass man nicht irgendwie Steine schmeißen kann oder sowas, das wäre jetzt voll gut. Okay. Ich glaube, wir haben den erfolgreich umgangen. Oh ja, aber ich glaube, das war's noch nicht. Wenn du hier die Dinger guckst, da lebt bestimmt noch einer. Meinetwegen kann das Spiel die ganze Zeit so weitergehen. Ich finde das voll gut. Oh, da vorne ist wieder einer. Oh fuck. Wollen wir mal links lang gehen? Wollte gerade sagen. Das kann gerne, aber ich glaube, es wird es nicht so weitergehen. Das wäre extrem gut, wenn es so Schleichdinger mehr gäbe, aber. Warum? Nee. Aber komm, hier mal ganz ehrlich, wenn man Beta-Tester hat, dann merkt man doch, wo die Stärken. Oh, da hinten kommt's, da hinten es kommt. Bleib stehen. Fuck. Man merkt doch, wo die Stärken liegen. Warum haben sie sowas nicht hier besser eingebaut? Oder mehr eingebaut? Ja. Hallo. Also das macht das Spiel echt gut, muss man mal sagen. Also. Ja. Ist echt nicht schlecht. Erinnert mich jetzt auch so spontan, hast du Mass Effect gespielt? Nein, werde ich jetzt aber übrigens demnächst nachholen. Da will ich nichts verraten, aber es erinnert mich so ein bisschen daran, an gewisse Stellen zumindest. Weil es gab, hab ich dir vor unserer Aufnahme erzählt, dass ich, immer noch vor dem Start des Let's Plays, als wir vorhin angefangen haben, dass ich ja ganz froh bin, dass das User-Voting entschieden hat oder bisher so aussieht, dass ich nicht Stalker spielen soll, weil ich sehe das ja gerade bei dir, das ist sehr gruselig. Mhm. Oder vorne auch nochmal, ja? aber sie entscheiden sich gerade, so wie es aussieht, unter anderem auch für Mass Effect, dass ich das mal nachholen soll. Das ist echt gut, also ich kann es nur empfehlen, ich habe das alles privat durchgespielt und es war richtig, richtig gut. So, ich drücke mal einen Hebel, haben wir mal gemacht. Und ich bin echt eigentlich komplett... Vorsicht! Ich sehe gar nicht, wo er ist, aber ich höre ihn. Geradeaus oder rechts? Von beiden Seiten hat. Ah! Guck mal, die rennen da rein. You didn't tell me those guys exploded. Lol. Exploded? Oh Gott. Yeah, it's not good. They were like, oh, what's that noise? And then they fucking exploded. Wie geil, ey. Nee, aber ich muss sagen, Mass Effect ist eins der Dinger, die mich wirklich gerührt haben. Also ich bin jetzt echt absolut nicht am Wasser gebaut, überhaupt nicht. Aber da habe ich schon manchmal so ein bisschen Kloß im Hals gehabt, weil ich dachte so, wow, geil. Also Mass Effect 1 werde ich definitiv, also wenn das im User-Voting weiter so weit oben bleibt, werde ich das definitiv noch als LP machen. Und wenn es mir gefällt, dann auch noch den zweiten und dritten. Mal gucken. Ich muss sagen, gerade der dritte ist jetzt halt, hast du ja vielleicht gehört, da gab es ja so ein bisschen auch das wieder... Ende, ne? Ja, Shitstorm eben, dass das Ende nicht so toll wäre, weil es viele Fans halt nicht wirklich gefallen hat. Oh, was ist das denn?
Kreaturen der Dunkelheit. Ich habe ein Achievement bekommen wegen der Puppenkopf anscheinend. Ja, hier, ich auch. Ach, weißt du, wer das ist? Nee. Das ist die Puppe von Mute. Der Puppenkopf, glaube ich. Oder? Nee, der hat keine Haare mehr gehabt. Ach, keine Ahnung. Nicht. Was weißt du nicht? Nee, aber Mass Effect ist was, was man auf jeden Fall gespielt haben sollte. Ob sich so als Let's Play eignet, weiß man nicht, weil es halt ja, schon sehr viele Dialoge gibt. Ne? Ich werd gucken, aber ich sag mal, bisher kamen so Sachen mit Dialoge führen immer ja, sehr gut an. Oder so storylastige Dinge, sag ich mal. Ja, das ist auch nicht schlecht, aber das ich selbst wollte es nicht. Weil wie Fahrenheit damals abging, das war zum Beispiel ist auch sehr cool. Ja, Fahrenheit ist richtig gut, auch von. Es wird zum Schluss ein bisschen zu abgedreht, aber. Einige meinten, die hätten das alles nicht verstanden und das wäre ja total doof, das Ende, aber ich habe alles verstanden. Gut, es war mir gerade mit dieser Spoiler-Alert technischen Intelligenz da, ne? Ja, bisschen suspekt, das war so ein bisschen wie gekonnt, wie gewollt und nicht gekonnt, ne? Aber ich fand es jetzt nicht schlimm, also ich habe das alles verstanden, ohne Probleme. Und für mich. Achso, da kommt wieder ein. Oh, ausgerechnet dort jetzt. Weg, Vieh. Da muss ich hin. Ich versuche einfach mal ganz vorsichtig heranzukommen. Okay, ich warte noch. Ja, gut, ich muss sagen, also das war vielleicht ein bisschen übertrieben zum Schluss, aber so generell war es richtig gut, das Spiel. Millimeter für Millimeter. Ja. Komm, Freaky, mach it. Ich lock's weg. Ich denke, kann ich kurz rennen oder so? Das interessiert es nicht. Hab ihn. So, da drüben wachen auch welche auf. Nein, 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 geh weg. Okay. Die rennen wieder da rein. Ja. Ja, die gehorchen. Okay, gut. Sitz können sie nicht, aber mach Platz können sie. Ja, mach Platz. So, ich glaube, jetzt können wir erst ein Stückchen laufen, oder? Ja, ich auch. Ich möchte nämlich mal gucken, ob es irgendwo noch Geheimnisse gibt. Ich meine, wir haben immer noch nicht Hudson's Pulse Rifle. Nee, wirklich nicht. Na gut, der Level wird noch ein ganzes Stück gehen wahrscheinlich, oder? Ja, der ganze Level kann meinetwegen. Da kann noch mal gerne noch so ein Level kommen danach. Das ist echt, ich genieße das hier gerade ein bisschen, weil es echt Spaß macht. Ja, deswegen spiele ich so gern Horrorspiele, weil da kannst du halt nicht wirklich was unterdrücken oder Emotionen vorspielen. Gibt's ja leider genug, ne? So, Fraktion PewDiePie. Ja. Ich meine, klar, ich will es nicht verurteilen. Immerhin hat er seine Fanbase und alles. Die hat er auch gewaltig sogar. Ja, glaub, aber mein Ding ist es jetzt nicht wirklich. Also. Oh, schafft man es, darüber zu springen? Ja, warte mal, ich probiere eben. Die Viecher stehen auf. Halt dich. Hab's gedrückt, was passiert? Der Generator unten. Ah, die laufen jetzt wieder hin. Ja, oh, ich geh mal vielleicht lieber weg da. Dreckviecher. Jawoll. Oh, runtergefallen. Die haben ja auch ein tolles Dasein. Wo müssen wir überhaupt hin? Ach, da vorne die Tür wieder. Alles, was sich bewegt, anrennen und platzen lassen. Super. Ein tolles Leben. Oh, da sind sie schon. Hey, meine Gnade, Kumpel. Hey, yourself. Likewise. We're closing in on the signal. Let's keep moving. Spring nochmal, der guckt ja hinterher, glaube ich. Nein, schade. Eben bist du gesprungen, da hat er mitgeguckt. So, Ja, aber geht doch noch alleine weiter, finde ich gut. Der soll ruhig mal aufgefressen werden, haben unsere Ruhe. Das ist schon okay. Boah, da klackert schon wieder so. Ja, da unten laufen sie auch schon wieder. Oh, der hätte uns echt eine Pistole mal durchreichen können oder sowas. Also mal, waren wir hier nicht? Ich weiß nicht. Sieht so aus. Oh, ne? da kommt er. Hab ich gehört. Nee. Bleib da oben mal stehen am besten noch. Na, die hocken sich wieder hin. Okay, dann komm runter. Oh, eben hat er den Kopf gedreht. Der hört mich. Oh Gott, Gott, Gott. Alter. Oh Gott, ich trau mich gar nicht, da lang zu gehen. Bleiben Sie sitzen, stehen Sie nicht auf. Okay. Oh, die Viecher. Oh, der lebt ja auch. Wo müssen wir hin? Die Treppe da, ne? Ich glaube, ja. Okay. Oh, Scheiße, der bewegt sich auf mich. Okay, Mama. Oh. bleib stehen. Ich hab mich wirklich erschrocken. Okay. Wie gut, ey. Oh, Mann. Ich hab Angst. Okay, komm. Oh, Mann.
Ich glaube, das war jetzt gerade ein bisschen auf dich zugeschnitten, dass, dieses Event. Aber wir haben sie sich gar nicht bewegt. die laufen jetzt. Die laufen. Okay. Aber die kommen nicht zu uns hoch. Oh. Stehen bleiben. Geh vorbei. Tschüss. Okay. Die sind aber auch raus, als hätten sie sich angekackt, irgendwie so wie die laufen. Alter, aber man kann da hinten rüber. Und ich schwöre, da ist was. Ich geh mal gucken. Okay. Hallo? Ist hier einer drinne? Ich höre es nur so, man kann hier sogar runter. Ja, wollen wir runtergehen oder die andere Tür erstmal abchecken? Ich weiß nicht, wir können es auch aufteilen, also nächste Folge. Komm. Nächste Folge ist schon wieder soweit. Wir sind leider schon wieder, ja. Okay. War jetzt sehr spannend, aber ging auch recht schnell rum wieder, ne? Ja, auf jeden Fall. Gut, wir machen mal einen Cut hier, in der Hoffnung, dass nichts hier kommt, aber hier läuft, glaube ich, nichts lang. Und wenn wir uns nicht bewegen, passiert da sowieso nichts. Okay. Gut. Alles klar, dann machen wir jetzt einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, einen Daumen hoch würde uns freuen und noch ein Kommentar wäre toll. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich gehe jetzt erstmal so einen Beruhigungstee trinken. So.